Hey Leute, im heutigen Video reagieren wir auf alle Brawl Talks, die es jemals in Brawl Stars gegeben hat und schauen uns somit auch die Änderung von Brawl Stars an, von 2018 bis heute mit allen Updates. Damit viel Spaß und ich würde sagen, ich muss alles zusammenfassen, wird eine XXL-Reaktion werden. Also, ja, auf geht's. Mit diesem Update wurde Brawl Stars komplett verändert. Statt hochkant war das Spiel ab jetzt eben komplett quer und wir hatten auch eine breitere Map und 3D-Grafik und so wurde Brawl Stars zum ersten Mal absolut krass. Doch vor allem kam als neuer legendärer Brawler der neue Brawler Leon, mein absoluter Lieblings-Brawler. Wir sehen hier, wie OP damals Leon war, er war damals der stärkste Brawler im Spiel und musste verschlechtert werden. Der globale Release von Brawl Stars wird auf den 12. Dezember festgesetzt und damit, ja, wurde Brawl Stars geboren. Wenig später kam der nächste Brawl Talk raus mit neuen Skins, einer neuen Umgebung, dazu Balanceänderungen und vor allem einem neuen Brawler. So sah die neue Umgebung aus und dazu haben wir diese neuen Skins bekommen, den Brock-Skin, den Cold-Skin und den Dimson Devil-Skin. Und vor allem haben wir einen neuen Brawler angekündigt bekommen, und zwar Jean, der erste Brawler, der andere Brawler ranziehen kann. Wieder einen Monat später sehen wir das hier, einen neuen Brawler, dazu vor allem diesen Modus hier, neuen Skin und einiges mehr. Und zwar haben wir als neuen Brawler Karl, als neuen super seltenen Brawler eingeführt bekommen, der einfach die Spitzhacke werfen kann und sich drehen kann. Komplett neue Fähigkeiten und halt auch nur eine Attacke, das war echt total wild damals. Dann haben wir diesen Mortis-Skin, den alle so richtig hässlich fanden. Ich finde ihn immer noch geil. Doch vor allem wurde Belagerung eingeführt. In diesem Modus, ihr kennt es, muss man so einen Riesenroboter steuern, kann den sammeln. Den Modus gibt es inzwischen aktuell nicht mehr zum Pushen, ne? Eigentlich schade. Nächster Brawl Talk im April 2019 mit einem neuen Brawler, neuen Skins mal wieder und noch was? Danny! Ah, stimmt, der kam auch dazu. Okay, das war krank. Das habe ich damals auch nur so halb mitbekommen, aber ich habe auch schon Brawl Stars aktiv gespielt. Rosa, also die Boxerin, kam raus. Das war so verdammt heftig. Denn damals, passt auf das Schild, ihr seht, wie wenig Schaden die kriegt. Das Schild hat damals 90% Schaden absorbiert. Inzwischen sind es, glaube ich, nur so 70% oder so. Das war viel, viel zu OP. Der stärkste Brawler im Spiel und alle haben den gespielt. Und die war unsterblich. Dazu kommt auch passend zu Ostern der Hessian Penny Skin raus. Und dieser Nita Skin, der ist auch geil. Das Retropolis-Update habe ich auch noch sehr krass in Erinnerung. Mit einem neuen Brawler, neuen Skins und einer neuen Umgebung. Da sehen wir die Retropolis-Umgebung, die eigentlich ganz cool ist mit diesen LED-Schildern und auch dieser krassen Animation. Die war, finde ich übrigens, auch echt verwirrend ein bisschen. Denn das neue Brawler bekommen wir Bibi. Und das war damals, ich weiß nicht, ich fand sie gar nicht so krass. Sie konnte halt schlagen, sie konnte zurückschlagen und sie konnte Kaugummiblasen abschießen. Das war halt krass. War schon was Besonderes. Ich fand sie damals eher nervig, vor allem weiß ich noch. Hier, das ist halt, ne. Neue Skins waren dieser Brock-Skin, der Karl-Skin und Buckley ist witzig. Im Sommer 2019 dann dieses Update. Neuer Brawler, neue Skins und dazu neuer Endgame-Content und noch etwas, da steht's auch schon, das war ein krankes Update. Als allererstes haben wir Tick als neuen Trophäenfahrt-Brawler. Ein Brawler, der immer noch Brawl Stars, finde ich, sehr prägt, auch als sehr nerviger Werfer. Was? Was hat er denn für Minen geschossen? Die sehen ja aus wie Bow-Minen damals. Oder war das nur für... Und er wirft in der... er wirft ja Spike? Das ist ja Spikes Angriff in der Luft. Hä? Seht ihr das? Lost. Und der Kopf ist total klein? Was? So sah Tick damals aus? Also es ist WTF. Und dann wird es hier episch, denn die Skins, die damit eingeführt wurden, haben eine ganze Menge in Brawl Stars verändert. Wir sehen hier den Mecha Crow und den Mecha Bow Skin. Dazu den Robo Mike und den Robo Spike Skin. Auch die beiden waren absolut krass. Und auch der Robo Spike und der Robo Mike Skin waren so krass und die sind immer noch einer der krassesten Skins. Aber das Heftigste sind die Star-Punkte, die einfach eingeführt wurden mit diesem Update. So kann man Star-Punkte sammeln und den Goldmaker und den Lichtmaker-Bow bekommen und der sah damals auch echt noch anders aus. Nach diesem absolut heftigen Update ging es aus der Sommerpause raus und direkt weiter mit dem nächsten Hammer. Denn wir haben 8-Bit als neuen Trophäenfahrt-Brawler bekommen und der war so ultra gehypt und ist immer noch übel geiler Brawler, ne? Einfach so eine Maschine mit so einer Station, wo man mehr Schaden machen kann, macht sau viel Schaden, hat sehr viel Leben, ist langsam und hatte damals noch ein extra Leben, dass er auch nicht sterben konnte. Dazu haben wir auch Haifisch Leon als neuen Skin, der ist ganz geil. Mit dem nächsten Update kann ein neuer legendärer Brawler mit Sandy, der erste Brawler, der einfach einen Sandsturm hervorrufen kann, indem er alle Mates und Gegner, nur Mates, unsichtbar machen kann. Das war so ein krankes Ding damals. Und wir haben auch wieder einige Skins bekommen, so den Piraten Jean. Und dann kam endlich der neue Brawl Talk zu Halloween. Der erste Halloween Brawl Talk und der hat mich damals zu Brawl Stars zurückgebracht. Dieser Modus war einfach absolut geil. Lebensraub, heißt der Lebensraub oder Friedhofsfight, wie auch immer er heißt. Wir sehen es hier, ne? Man hat die ganze Zeit Leben verloren. Und wenn man jemanden angegriffen hat, hat man Leben dazu bekommen. Sehen wir es hier gerade bitte noch einmal? Da sehen wir den Mortis. Zack, wieder Full Life. Ich habe diesen Modus so geliebt. Ich habe ihn so gesuchtet. Aber vor allem kam auch noch Ems raus. Sowieso zum ersten Mal auch das Design von den Brawl Talks, wie wir es auch heute kennen, by the way. Aber Ems, seht euch das an. Übel geil. Trophäenpfad Brawler schon wieder.
Und ja, was soll man sagen, ne? Einfach richtig nice. Mit diesem Giftspell richtig stark und ein totaler Tankkiller. Einer der besten Brawler bis heute, finde ich. Und dann noch diese Halloween-Skins. Hexe Shelly, übel geil. Werwolf Leon, wie nice ist der Skin bitte? Piper Calavera ist ganz in Ordnung. Und Powerplay wurde eingeführt. Da konnte man dreimal spielen, ich glaube pro Tag, und konnte dann so Trophäen und Belohnungen sammeln. Und ich glaube auch Starpunkte bekommen. Wurde ja inzwischen wieder entfernt. Dann kam ein winziges Update, wie wir hier sehen können, an das sich vielleicht viele von euch noch erinnern können. Was uns aber trotzdem einiges gebracht hat, denn wir haben dort nur die Line-Skins bekommen. Sally Leon, wir haben schon den L. Brown-Skin gerade gesehen. Dann auch den Leonard Karl-Skin. Trotzdem war das ein Update, was sehr interessant ist, denn wir haben die Line-Skins bekommen. Wir haben den L. Brown-Skin bekommen. Dann haben wir den Sally Leon-Skin bekommen. Und zuletzt den Leonard Karl-Skin. Finde ich alle drei sehr prägend. Und dann kam der erste richtige Brawl Talk zu Weihnachten mit Brawly Days. An dieses Update können sich vielleicht hoffentlich von euch noch alle erinnern, die damals dabei waren. Zu Weihnachten gab es ein Piraten-Update mit dem Piraten-Poko-Skin und im Corsair-Cold-Skin. Und auch Kapitän Karl, stimmt, der war auch nice. Das Krasse war aber, wir haben Bee bekommen. Wie geil ist Bee als epischer Brawler, die halt einfach Distanz ist und sau viel Schaden macht und immer noch einer der beliebtesten Brawler ist, by the way. Und haltet euch fest, wir haben halt auch noch Max bekommen mit diesem Update. Max war so beliebt. Max einfach mit dieser Ulti, mit der man alle beschleunigen kann und auch richtig nice Schaden machen kann. Wahnsinns-Update. Ach, und Geschenkeraub kam. Stimmt, als Weihnachtsmodus, wo man Geschenke rauben konnte. Und nach diesem unfassbaren Jahr 2019 starten wir rein mit 2020 und Mr. P. Ein Brawler, der Koffer werfen kann und eine Station hat, die Pinguine spawnt. Absolut kreativ, finde ich. Und mein erster Rang 35er. Dazu kommt auch der Heldin Bibi-Skin mit der krassen Bubble. Street Ninja Tara war auch sehr nice. Aber vor allem haben wir Virus 8-Bit. Da sehen wir noch mal, was war das für ein Skin? Immer noch vielleicht der beste Skin im Spiel insgesamt und der kam damals einfach raus. Das war insane. Doch es gab noch eine Überraschung, denn Hotzone wurde als neuer Modus eingeführt und war ein ziemlicher Erfolg. Und hier sehen wir das Intro zum nächsten Brawl Talk. Absolut fett. Da ist eine Menge passiert und das war vielleicht so die Hype-Spitze, die erste von Brawl Stars. So, was fällt euch hier auf? Ihr seht die Fähigkeiten der einzelnen Brawler. Es wurden Gadgets eingeführt. Ab Power 7 konnte man spezielle Fähigkeiten sammeln, wie bei Pandy, bei Karl, bei 8 mit der Teleport, stimmt, bei Mortis und es gab völlig neue Möglichkeiten. Dann dazu gab es Jackie einfach als Nahkampf-Brawler, der super selten war. Den konnte jeder ziehen. Geiler Brawler mit Flächenschaden. Und dazu noch dieses Gadget, auch was ich schneller machen konnte, stimmt. Die neuen Skins fand ich jetzt nicht so geil. College Evans, dazu dunkles Häschen Penny und PSG Shelly. Nee, wirklich nicht, weiß ich nicht. Aber dafür gab es die PSG Challenge Brawl, weil man konnte den PSG Skin gewinnen. Das war auch ein Hype. Aber für April wurde noch mehr angekündigt. Was ist das für ein Update? Coach Mike, Horus, Bo, Tanuki, Jesse. Und dann wurde es dunkel und dann kam einfach das hier. Sprout. Und wir haben auch schon die Schüsse hier gesehen. Ein Werfer einfach, der so grüne Pflanzen hat und einfach Wände setzen kann. Das war auch sick. Okay, ich bin gerade komplett geflasht. Was für Updates waren das? Neue Brawler, neuer Skin. Hotzone ist zurück, aber vor allem, wir haben den Brawl Pass eingeführt. Was haben die da alles rausgehauen? Also, wir sehen es hier als erstes, also dass der Brawl Pass allein eingeführt wurde, war ja eine so unfassbar heftige Änderung eigentlich. Alle, wirklich alle haben darauf gewartet und dazu ist auch noch Chromatisch als neue Seltenheit gekommen. Dazu auch noch Quests, waren die auch noch neu? Und damit natürlich auch der neue Brawler Gale. Es haben alle so auf diesen Brawl Talk gewartet. Ich weiß, waren es nicht damals irgendwie 40.000, 50.000 Live-Zuschauer bei Poki? Das war so ein unfassbarer Hype. Dazu der Wächter Rico-Skin, der ist eigentlich auch ganz geil. Der tropische Sprout ist jetzt nicht so krass, aber ja, auch dabei. Ah, und zum 10-jährigen Jubiläum von Supercell gab es den Barbarenkönig Bull. Ah, und Bossfight, also Bosskampf und alle gegen einen wurde geändert, dass man irgendwie so Maximalzeiten oder so hatte, ne? Früher war das irgendwie anders. Fand ich früher aber fast besser. Oh, und für Juni wurden noch diese Skins angekündigt. Oh, böser Jean, mein 1000er Brawler, mein erster. Ey, und es wird wieder dunkel, stimmt, und da wird noch Nani angekündigt. Den habe ich verpennt damals, da habe ich geschlafen, als er angekündigt wurde, das weiß ich noch. Und dann kam 2020 dieses Update mit dem Sommer der Monster. Ich war damals im Urlaub, weiß ich noch, und dann kam Search raus. Einfach mit einem Teleporter, der kann sich upgraden auf eine bestimmte Stufe. Was ist das für ein geiler Brawler? Und ja, was soll man sagen, eines der meistgehypten Brawler immer noch auf jeden Fall im Spiel. Ah, es wurden Gold- und Silber-Skins auch eingeführt, die man sich für Gold kaufen konnte. Und natürlich der Skin hier, Mega Käfer B und auch Grabenkönig-Tick war auch nice, ja. Und dann gab es einen riesigen Dinosaurier, gegen den alle kämpfen konnten. Das war damals total krass auf den ersten Moment. Ist echt ein geiler Modus und ich weiß es noch, wie nice es damals war, als der rauskam. Den habe ich damals im Urlaub gespielt. Ah, und der Trophäenpfad wurde zum ersten Mal auf 50.000 Trophäen hochgesetzt. Davor war er bei 14.000. Und Crow sah jetzt so aus und hat auch direkt, den finde ich hässlich, den neuen, ja, finde ich es. An diesen Brawl Talk 2020 wird sich jeder erinnern. Wir sind mitten in einem normalen Brawl Talk eigentlich mit Starpacken, auch so einigen Skins.
Und dann passiert das hier einfach. Und plötzlich aber mitten in der Geschichte vom Star Park, dort sind sehr merkwürdige Sachen drin passiert, der war auch sehr creepy und es sind einige komische Auffälligkeiten gewesen. Am Ende hat hier der Investor oder der Star Park Besitzer verwandelt und dann nochmal versucht, uns alle zu warnen davor und wurde ausgetauscht. Also das war echt komisch. Ach, und Colette kam raus, die haben die fast gar nicht gezeigt. 40 Millionen Aufrufe gab es dafür, was ein Brawl Talk. Es ging weiter mit dem nächsten Halloween-Update und Ember. Was ein unfassbar gehypter Brawler. Ist aber auch eine geile. Ist immer noch ein geiler Brawler. Da muss man wirklich sagen. Ember kann Feuer spucken oder Feuer schießen und kann unendlich drauf spammen. Das war so geil und noch legendär, ne? Und dann noch diese Skins hier, Unterwelt, Bow. Ich finde Angst vor allem den Skin geil, Zombie Bibi. Ah, der war auch geil. Brawler wie eine Boxerin, also Rosa kam raus, mit der Challenge dazu auch. Da konnte man eben 12 Siege holen und hat man einen Skin bekommen. Oh mein Gott, natürlich Mapmaker. Das war fett. Das war vielleicht die größte Änderung insgesamt von allen Brawl Talks, dass man Maps sich bauen konnte und Minigames, alles mögliche, allein wie viel Formate ich damit gemacht habe. Damit ging es in den Winter rein und dort hatten wir passenderweise einen neuen Brawler Lou, der konnte Eiswaffen verschießen. Und jetzt ging es wirklich los mit Mapmaker, man konnte die Maps veröffentlichen und auf denen auch vor allem pushen. Das war krass, man konnte damals Trophäen pushen. 2021, das nächste Weihnachtsupdate mit weiteren Brawlern. Wir haben Byron, den ersten Brawler, der healen und Schaden machen kann. Dazu dann auch Schneemann-Tick und den Weihnachtsfeier Frank. Und vor allem haben wir auch Gratisgeschenke bekommen. Megaboxen, Starpunkte, vieles mehr. Gab es die eigentlich auch 2019? Die hätten wir gar nicht im Brawl Talk gesehen gehabt. Und ein Gratis-Brawler. Ich fasse es nicht. Edgar. Damals ist das Spiel gecrashed. Das Spiel ist gecrashed. Man konnte nicht mehr rein. Es war insane. Alle hatten Zuschauerrekorde. Und dieser Brawler ist insane. Es war der erste Brawler, mit dem man über Wände springen konnte mit der Ulti. Edgar war noch einer der geilsten Brawler im Spiel, finde ich. Und halt hier, wir sehen es hier auch, der Nahkämpfer Healer. Hier sehen wir es nochmal. Was war das, Alter? Was für ein Brawler wieder? Wir starten rein 2021 mit dem Space Update und Colonel Ruffs. Ein geiler Brawler mit der Marke, mit der man sich upgraden konnte. Ich habe den sehr gefeiert, vor allem halt für 2 vs. 2 halt richtig krass. Und die Space Skins, dieser Daryl Roboter Skin und auch die Skins. Spice Ox Bull und Navigatorin Colette. Dunkler Lord Spike, der vielleicht beste Skin immer noch im Spiel. Und dann ging es ab. Wir hatten nämlich die Einführung von Stu. Das war wirklich der meistgehypte Brawl Talk. Stu kann einfach rumfahren und halt immer wieder rumdashen mit seinen Fähigkeiten. Und das Krasse bei Stu ist vor allem, dass wir ihn hier bei 10.000 Trophäen im Trophäenpfad hatten. Man konnte ihn einfach freischalten, indem man viel gespielt hat. Und man konnte auch wieder eine PSG-Challenge gewinnen und dann den PSG-Mike-Skin bekommen. Doch das war nicht alles, denn es wurde auch noch Powerliga eingeführt. Dort konnte man einfach, ja, E-Sports-mäßig spielen und richtig geile Belohnungen absahen. Und natürlich auch Brawler bannen und picken, also es war halt echt für E-Sports vor allem sehr wichtig. Und der erste Skin für Powerliga kennt ihr vielleicht, war Schmugglerin Penny, den habe ich damals auch noch gewonnen. Da war ich noch fleißig. Und dann ging es weiter mit einem sehr witzigen Brawl Talk und dem Western-Update, aber sie haben Spike erschossen, oh nein. Und es kam ein neuer Brawler Bell raus. Der war Distanz, die konnten hin und her bouncen und vor allem konnte er markieren. Also halt Gegner treffen und dann haben die mehr Schaden bekommen. Schon eine geile Fähigkeit. Dazu haben wir auch diese Western-Skins bekommen. Ember de la Vega und Quickdraw Edgar war auch geil. Ah ja, unser Loon 8-Bit als Powerliga-Skin war auch sehr nice. Dann wurde vor allem Knockout eingeführt. Ihr wisst, wie der Modus funktioniert. Man konnte eben eine Art Showdown spielen, aber das Ganze eben nochmal deutlich spannender im 3 vs. 3. Und dazu wurde auch noch Squeak angekündigt. Also 2 Brawler, nochmal ein neuer Spielmodus. Wahnsinn, Squeak, ihr wisst es, als Alien-Brawler und diesen komischen Angriffen war der sau gehypt damals. Mit diesem Update wurde aber auch Ryan verabschiedet. Wir sehen hier einige Rückblicke, hat uns lange begleitet, aber mit diesem Update war für Ryan Schluss. Es geht weiter im Sommer 2021 mit traditionell sehr krassen Updates. Ich war zu diesem Zeitpunkt relativ viel unterwegs, auch bei meiner Freundin zum Beispiel. Und ja, wir sehen hier, Buzz wurde eingeführt, das habe ich leider ziemlich verschlafen. Buzz, einfach absolut krass. Einer der einzigen Brawler, die ich nicht gepusht habe von Anfang an und noch keinen Push zu hochgeladen habe, weil ich ja einfach zu dem Zeitpunkt unterwegs war und wir sehen seine Fähigkeiten. Ne? Buzz absolut krass mit diesen Surfbretten, mit dem er stunnen kann und sich ranziehen kann. Wow. Dazu haben wir auch einige weitere geile Sommerskins. Mortis haben wir. Oh, Rosa, der Jetski-Jacket-Skin, auch nice. Und es gab gratis die Megabox Daryl-Skin, weil in China, soweit ich weiß, Brawl Stars global released wurde. Und dann kam noch da. Oh mein Gott, stimmt. Volleyball hieß es ja, stimmt. Dann haben wir Basketball noch in den Basketballen. Oh mein Gott. Und es gab ja noch einen Modus, stimmt, mit diesem Trophäeneroberungsding. Das war aber nicht so geil, muss ich sagen. Kam auch nicht so gut an, aber vor allem Basketball kam sehr krass an. Und man konnte jetzt die Modifier, also diese Energy-Dinger und so anschalten in ganz normalen Mapmaker-Dingern. Das war so, haben alle angemacht direkt am Anfang. Seid ehrlich, ihr habt alle da drauf gedrückt und alles angemacht direkt am Anfang. Wer hat's nicht gemacht? Und damit kommen wir aus der Sommerpause zurück und machen weiter mit einem Märchen-Update. Und damit der Einführung des neuen Brawlers Ash. Einfach eine Mülltonne. Ich fand Ash war für mich auch wirklich, wie er aussah, eine Mülltonne am Anfang. Ich fand ihn echt nicht geil.
geil. Er muss auch, glaube ich, gebufft werden. Aber auf Dauer war der Brawler schon ganz nice. Aber ich bin ehrlich, ich habe echt nicht so gefeiert als Brawler. Umso geiler fand ich dafür die Skins. Prinzessin Shelly, sehr nice. Und vor allem Einhornritter Barley und die böse Königin Pam und auch Prinz Sprout und noch die Boxer-Skins, ihr seht hier, die waren absolut krass, alle. Und sogar noch Luna Piper, der war auch sehr krass. Mondlicht-Piper heißt sie auf Deutsch. Und dazu haben wir wirklich, wir haben es bekommen, Showdown Plus. Was ein geiler Modus. Was für ein geiler Modus. Wir sehen jetzt hier nochmal, ne, ihr wisst, dass wir jeden Kilometer eben Trophäen dazu bekommen. So geil, so nice wirklich. Aber auch die Clubs wurden verändert, denn damals hat man eben 100 Gehäute gehabt im Club und dann eben nur noch 30. Das hat sehr viele Leute geärgert. Und damit geht es weiter mit dem neuen legendären Brawler Mag. Mag einfach absolut krass. An sich ein schlechter Brawler, aber sobald er sich upgradet, können wir es bitte mal sehen. Sobald er sich upgradet, natürlich absolut krass. Und das hat mich damals echt schockiert, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich meine, was ist das denn bitte? Habe ich mir gedacht. So ehrlich ein bisschen wie bei Search damals. Lola habe ich auch so ein bisschen verpasst, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch nicht gepusht leider. Muss ich aber nachholen. Ist ein geiler Brawler, vor allem mit dem Schatten kann sie ja doppelten Schaden machen. Und auch so ein paar geile Skins wie Squeakbuster Gale oder dieser Direktor Baskin. Der ist auch cool. Und Jesse wurde angepasst. Tim, die sieht inzwischen ja auch echt nochmal ein bisschen cooler aus. Und diesen Skin gab es zur WM. Der ist saukrass. Und dort hatten wir einige krasse Skins. Wir hatten schon Jean gerade gesehen, einen Squeak-Skin-Geist. Ne? Dann hatten wir den Mr. P, auch sehr krass. Und, ach, Brawloween mit Hotzone gab's, lol. Und dann ging es zur Sache, denn wir hatten endlich die Einführung der Clubkriege in Brawl Stars. Mit den Tickets konnte man damals eben Punkte für den Club sammeln und dann eben auch die neue Clubwährung sammeln. Es gab damals auch goldene Tickets, die gibt es glaube ich nicht mehr inzwischen. Und damals Pay-to-Win-mäßig kaufen. Und natürlich vor allem die neuen Club-Coins, die man sammeln konnte, um einiges zu kaufen. So zum Beispiel auch neue Skins mit dem neuen Shop. Mit Kartoffel, Squeak und den Käse-Mike und Chicken Rico, stimmt. Und Powerpunkte konnte man sich kaufen, das war eher krass. Aber vor allem wurde Power 10 und Power 11 eingeführt. Und damit auch die neuen Gears. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es nicht so geil, dass die damals so eingeführt wurden. Im Nachhinein, ich hätte eher es gefühlt, wenn man es Power 9 oder vielleicht nur Power 10 gemacht hat. Power 11 finde ich ein bisschen zu hoch persönlich. Könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Dann kam natürlich das große Weihnachtsupdate mit, wir sehen ihn, Rom. Und es gab auch wieder eine Menge Gratisgeschenke mit Pins, Megabox und als Highlight hier diesen alten Dynamite-Skin. Rom sehr nice als Werfer, der eben auch seine Angriffe aufsplitten kann und dann noch extra eine große Bombe. Ah, den gab es aber in der Challenge zu gewinnen, stimmt. Und für einen Gem konnte man auch fortsetzen, das war krass. Besonders krass fand ich aber eher den hier, Fang. Was ein geiler Brawler einfach. Ich habe auch heute erst wieder gepusht. Richtig nice. Ne, muss man einfach sagen, kann seinen Schuh schießen und kann halt vor allem mehrere gleichzeitig treffen mit seiner Ulti. Und natürlich einen neuen Modus mit dem Duelle-Modus. 1 gegen 1 kommt man dort gegen andere antreten. Damit kommen wir langsam näher an die heutige Zeit mit Eve. Eve, absolut krass, der erste Brawler einfach, der auf dem Wasser fliegen kann. Es war auch so ein bisschen Käfer-Update, ne? Also wir sehen hier erstmal diesen anderen Eve-Skin. Aber hier genau, den Käfer-Rico-Skin, also eher Ungeziefer. Okay, Insekten-Update nenne ich es mal. Denn wir haben auch noch Ivy Bell, also diesen Bell-Skin, Mr. Fly, also Mr. Fliege, Mantis Rosa war auch geil, aber vor allem, nee, den nicht, den da, Dr. Edgar, den konnten wir verlosen, das war krass. Und, ach, der auch noch, stimmt. Und der auch noch, boah. Also neuen Modus haben wir hier, was war denn das, mit diesem, was man fortdingsen musste, dieses Ding, was man begleiten musste, habe ich jetzt persönlich nicht so gespielt gerne. Und dann kam einfach dieser Brawl Talk mit Jeanette. Jeanette ist einfach der erste fliegende Brawler. Ich muss ehrlich sagen, das Video kam gar nicht so krass an zu dem Brawler. Ich habe ihn richtig gefeiert eigentlich. Also vor allem auch mit dieser Attacke und dass er fliegen kann, fand ich auch krass. Und auch wieder einige Skins, die wir hier sehen. Aber ich fand die Skins gar nicht mal so heftig, dass sie jetzt irgendwie rausstechen würden. Wobei, die Ulti sieht krass aus. Als neuen Modus hatten wir Bot Drop, da spawnen so Bots, die man dann zerstören muss, um Punkte zu sammeln. Der Modus kam leider nicht so gut an. Ich fand ihn auch nicht so spannend im Vergleich zu Showdown oder anderen Modi. Trotzdem natürlich geil, wenn immer wieder verschiedene Modi reinkommen, die halt auch oft nur kurz drin sind. Und Sprays wurden eingeführt. Also man konnte auf dem Boden jetzt was sprayen. Auch nice. Der zweite Brawler war Bonnie. Einfach ein Brawler, der episch ist, also auch gut freizuschalten und schießen kann und aus der Kanone auf die anderen drauf springt. Übel nice. Und der Skin ist auch geil. Overlord Bion. Und den muss ich noch pushen, stimmt. Und es gab Daily Login-Belohnungen, aber halt nur für neue Spieler leider. Das finde ich auch schade. Ich hoffe, es gibt noch irgendwann. Oh, noch ein Edgar am Ende. Die muss man auch irgendwann für richtige Spieler geben, also die halt gerade nicht angefangen haben. Und damit kommen wir zum neuesten Sommer-Update 2022. Und hier haben wir die Einführung des neuen Brawlers Otis. Der kann dafür sorgen, dass wenn er seine Ult halt trifft, dass sie nicht angreifen können, die Gegner. Eigentlich übel nice. Dazu auch einige Sommerskins mit dem Heizahn und dieser Koralle Bell, aber vor allem, den habe ich heute erst gepusht, Octofang. Und dann eine riesen Kooperation mit BTS und Lion, mit den ganzen neuen BTS-Skins. Die sind aktuell bei mir noch gar nicht draußen, auf die freue ich mich extrem. Da werde ich sehr viel pushen. Hier, dieser Bibi-Skin aus der
so witzig. Dazu kommt der neue Jägermodus rein. Der ist ähnlich wie Takedown früher, aber wer zuerst 6 Kills holt, gewinnt. Und ich habe den Modus echt, ohne Witz, ich suche den aktuell eigentlich richtig gut. Dazu hat man jetzt in der Clubliga Quests. Das heißt, man muss nicht immer nur spielen, sondern eben kann auch Quests machen stattdessen. Und natürlich Penny Remodel. Das heißt, sie wurde komplett verändert vom Aussehen und von den Fähigkeiten mit so einem Salzfass, was sie vor sich stellen kann. Ich habe sie auch schon gepusht. Das war ultra krass. Ist komplett eskaliert. Und damit sind wir in der heutigen Zeit angelangt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die bisherigen Bros Update fandet. Also vor allem 2019-20 haben die ja so heftige Updates rausgehauen mit kranken Änderungen. Aber auch heute wirklich extrem viele geile Updates. Also ich freue mich auf die Zukunft von Bros. Ist auf jeden Fall, was noch so rauskommen wird. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da für weitere Videos und haut rein. Bis zum nächsten Video. Schaut hier noch im Abspann vorbei und ciao.